Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle hier ganz wohl in dem Raum, mit ein bisschen was dunkel gemacht und Tür zu und überhaupt, weil Nerds müssen ja gut gehalten werden und ich glaube, darum geht es im nächsten Vortrag, wie man Nerds gut hält, dass sie auch da bleiben könnten und nicht wegrennen. Ich hoffe, ihr rennt jetzt nicht weg, wenn Ayuwo ein eingepflanztes Urgestein der Szene uns ein bisschen was erzählt, wie man denn gut mit Nerds umgehen könnte oder vielleicht auch nicht. Ja. Viel Spaß bei gutes Arbeitsklima für Nerds. Ja. Hallo zusammen, ich bin Ayuwo und dieser Vortrag hat eine Vorgeschichte. Es gibt nämlich einen Talk, oder es gab einen Talk auf der GPN, der aus Gründen nicht publiziert wurde, weil es dann doch recht persönlich wurde und alle erzählt haben, wie das bei Ihnen auf der Arbeit so ist und in Ihren Chefs und sonst wie. Und dann haben wir gedacht, das versenden wir jetzt mal nicht. Darum werde ich ein bisschen wiederholen, was gewesen ist, so die wichtigsten Folien. Werde dann ein bisschen näher auf das Thema Arbeitsklima eingehen und dann anschließend machen wir eine zweite Session, die wird nicht aufgezeichnet, wo ihr dann alle mal erzählen dürft, wie das bei euch aussieht und von euren Erlebnissen erzählen. Genau, das ist nochmal die Zusammenfassung dessen. Der Wunsch war, ich hatte das Thema Arbeitsklima oder umgangssprachliche Betriebsklima kurz angerissen, als ich davon erzählt habe, was so Menschen im Chaos tun, die an Arbeitsplätze gehen und versuchen, die zu verbessern und Lösungen zu finden. Und da war halt der Wunsch, dass ich etwas näher auf dieses Thema mal eingehe. Und das machen wir dann mal. So, was ist die herkömmliche Art dessen, was ich zusammen mit anderen tue? Das nennt sich Organisationsentwicklung, also Verbesserung des Zusammenwirkens von Individuen in irgendeiner Form von Struktur, sei sie nun hierarchisch oder nicht. So definiert man, glaube ich, Organisationen. Die üblichen Akteure und Formen von sowas sind, manche von euch, die in größeren Firmen arbeiten, haben es wahrscheinlich öfter schon erlebt. Es gibt ein paar große Anbieter, so die üblichen Verdächtigen, Unternehmensberatungen, die dann auch Consultants haben zum Thema Organisation, Arbeitsklima, Führung, Personal, sowas alles, die man für viel Geld buchen kann oder die dort handelsüblichen Tarife und die dann meistens so alle paar Jahre eine neue Marketing-Sau durchs Dorf treiben mit Dingen, die man jetzt unbedingt mal machen muss und den Managern für ihre Budgets dann eben auch Gelegenheit schaffen, sich mal ein bisschen Abwechslung im grauen Alltag zu besorgen. Die Nerd-Variante ist, dass Leute aus dem Chaos zu mir und meinen Mitstreitern kommen und sagen, ach, fürchterlich, was mache ich denn bloß mit meinem Chef? Oder auch jemand, ey, ich habe eine kleine IT-Bude und früher hatte ich 10 Mitarbeiter, da ging es jetzt noch, jetzt habe ich 20 und ich weiß auch nicht, was mache ich denn jetzt? Und ob das dann ein Telefonat, eine Videokonferenz oder so ein richtiger mit Beschaffungsstein von Dollar-Konzern zustande gekommener Beratungsauftrag ist, das ist unterschiedlich und das quersubventioniert sich auch so ein bisschen. Ich lege dann halt immer Wert drauf, dass ich da nicht, was weiß ich, mit Anzug und Krawatte, sondern halt so hingehe und sage, guten Tag, wie reden Sie denn so mit Ihrer IT? Wie ist denn das so? Ich bin nämlich von Anfang BWLer. Manchmal kokettiere ich auch damit. Ja, da war nichts mit Wirtschaftsinformatik und so. Da hast du BWL mit Nebenfach Informatik studiert. So war das damals. Wir hatten ja nichts. Wir hatten Mainframes. So. Okay, und was passiert da, nur um das kurz zu illustrieren? Im weitesten Sinne Spiele spielen. Also Spiele, die aufdecken, wie Macht, Struktur und Konflikte funktionieren, wie Menschen verschieden sind. Also so Klassiker, ne? Du bist irgendwie so Manager und sollst irgendwie was weiß ich was, ein Stück Software schreiben und sollst dir 3 oder 4 Leute unter den Kollegen aussuchen, das damit machen. Da musst du dir überlegen, okay, welche 3 oder 4 nehme ich denn da, dass die auch zusammenarbeiten. Und manchmal kennst du die auch nicht so gut und dann willst du vielleicht Tools haben, um rauszukriegen, welche 3 oder 4 pick ich denn jetzt, damit das gut funktioniert. Das sind so typische Methoden. Also es ist ein Tooling, es ist so ein Reflexionsprozess, es ist so ein bisschen Coaching, was mache ich denn jetzt? So ein bisschen Sprechstunde und auch so ein bisschen die unangenehme Arbeit abnehmen. Also kennt ihr ja auch, manchmal wird man ja als Consultant im Wesentlichen geheiert, um zu tun, was ohnehin getan muss, aber wenigstens macht es dann der Consultant und nicht der Kollege. So ist das da auch häufig. Ja, manchmal auch einfach erklären, Abhängigkeiten erklären, sichere Räume schaffen. Also einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt mal ohne Aufzeichnung in einem Raum, machen wir mal jetzt eine Feedback-Runde und jetzt bringen wir uns erstmal gegenseitig bei, wie denn gutes Feedback aussieht und was Schlechtes ist. Und
sagen einfach mal, wir schließen einen Vertrag unter Erwachsenen und versuchen mal gemeinsam Ziele zu erreichen. Und natürlich kann man das auch betriebswirtschaftlich sehen. Also gutes Arbeitsklima erhöht die Produktivität und zwar gar nicht wenig. Wenn du in einer Wissensorganisation bist, also jede beliebige Softwarebude, da ist Produktivität im Wesentlichen ist ein wesentlicher Faktor. Und es ist auch wesentlich teurer als Hardware oder so. Also es ist schon, lohnt sich schon, in sowas zu investieren. Ja, und dann natürlich klar, Ziele und Wege klären, Tools anpassen, implementieren. Also im Grunde das, was wir auch mit IT machen, kannst du halt auch sozial machen. Denn, oh Wunder, sobald du so ungefähr 200 Menschen so statistisch mal auswertest hinsichtlich ihrer Traits und egal wie neurodivers sie sein mögen, der Art, wie sie so in Personenchemie funktionieren, ist es erstaunlich, du bekommst eine ziemlich glockenkurvenförmige Verteilung irgendwann. Also wenn du eine große Organisation hast, weißt du relativ genau, wie viel Prozent welcher Typen, Verhaltenstypen von Homo sapiens du in dieser Organisation zusammengefasst hast. Darunter wird es ein bisschen schwieriger. So, Beispiele mal, was passiert da konkret? Um zum Beispiel so dieses typische ITler versus BWLer, Controller, Koch-Kellner-Problem ein bisschen aufzulösen, könnte man zum Beispiel Coder bitten, Buchführung zu lernen, indem sie ein Buchführungsprogramm coden. Also man erklärt ihnen, wie so doppelte Buchführung geht und dann sagt man so, was schreibst du, was, okay, ja, C++, ja, okay, dann ab geht er. Jetzt mach mal bitte ein Programm, wo ich eine Bilanz eingebe und ein bisschen Geschäftsvorfälle buche und dann soll das eine neue auswerfen. Und auf die Weise lernt man ja so ein bisschen, wie so ein Controller so tickt. Das geht auch mit Kostenrechnung und mit Politik von Kostenrechnung. Ihr wisst ja, ob ein Projekt profitabel ist, ist allein eine Frage der Excel-Tabelle des Controllers. Ja, das ist ja Politik. Und Manager lernen, wie Software entsteht. Also wie bringe ich einem Manager bei, wie Git funktioniert? Naja, also Coden beibringen ist schwierig, aber man gibt ja auch bei Managern versionierte Systeme, zum Beispiel eine Excel-Tabelle, die hat verschiedene Versionen. Dann kann ich ihnen ja beibringen, wie ich in einem Team von Managern eine Excel-Tabelle bearbeite und die in Git dann so verwalte. Und dann fallen so langsam die Klötzchen zusammen und das ist vielleicht ja doch ganz gut. Also das ist ein bisschen so die Frage. Das sind also so die, darum sage ich, Spiele spielen, die da laufen. Menschen lernen also was über sich selbst und Teams oder auch ganze Unternehmen klären Ziele, Wege und Feedbackprozesse. Und da sind wir langsam beim Arbeitsklima. Das war jetzt die Zusammenfassung dessen, was man mit Organisationsentwicklung macht. Darum geht es nämlich. Was ist eigentlich so Glück im Alltag? Vor allem, wenn man mit anderen Kohlenstoffeinheiten da draußen zusammen Dinge tun soll. Und es, tatsächlich fast jedes Wort ist wichtig. Glück ist in dem Zusammenhang das Gefühl, in Gemeinschaft wirksam sinnvolle Dinge zu tun. Ja? Es geht um das Gefühl, das man tut, nicht unbedingt die Realität. Es geht um die Konstruktion in unserem Kopf, was wir da tun. Ja, genau. Es ist alles Politik, genau wie Kostenrechnung, genau wie Bilanzen, genau wie Inflation. Das ist alles Politik und Konstruktion. Das Gefühl, in Gemeinschaft wirksam sinnvolle Dinge zu tun, ja in Gemeinschaft. Wir alle haben ja durchaus ambivalente Gefühle zum Thema gemeinschaftlich mit anderen was machen. Mal so und mal so. Gleichwohl, in Gemeinschaft ist meistens glücksstiftender als allein, solange die Gemeinschaft dann eine gute ist und keine schlechte. Wirksam, das ist ganz wichtig, es geht um das Gefühl, dass das, was man tut, auch irgendwie relevant ist. Das können wirklich kleine Dinge sein. Also du kannst auch eine Putzkraft im Krankenhaus weiß relativ genau, warum es wichtig ist, dass es da sauber ist. Also, und man sieht auch einen Unterschied vorher, nachher. Also Wirksamkeit kann manchmal sehr, sehr schlicht sein. Sinnvoll, ja gut, was ist sinnvoll? Das ist dann die Frage, geht es um das Große und Ganze, den Endzweck? Also wenn ich sage, okay, ich bin technischer Mitarbeiter in einem Krankenhaus, ja klar, offensichtlich eine sinnvolle Einrichtung und ohne mich würde es schlechter funktionieren, also wahrscheinlich irgendwie sinnvoll. Ob das dann reicht, dass ein einzelner Mensch in der Organisation sinnvoll findet, was er da gerade macht, ist so die Frage. Also jeder von uns hat schon mal Systeme gebaut, von denen er weiß, dass die sowieso nie produktiv werden oder für den Papierkorb gearbeitet. Und jeder weiß, wie geil das ist oder auch nicht. Klar, also das ist so der Optimalzustand. Wenn man das erreicht, dann ist man wahrscheinlich gemeinsam produktiver. So komische Fremdworte von Soziologen. Salutogene Faktoren, also die gesund machen. Ne? Gesund machende Faktoren von Arbeitsklima. Das ist keine Reihenfolge,
Aber es ist ein fast abschließender Katalog. Also viel mehr gibt es nicht. Für den Rest, was da noch sein könnte, gibt es bisher sozialwissenschaftlich wenig Evidenz. Ich gehe da mal kurz durch. Worum geht's? Gesundes Feedback, also wie und warum weiß ich eigentlich, ob ich meine Arbeit in welchem Sinne gut oder schlecht mache? Das wissen ja viele nicht unbedingt oder sind sich zumindest unsicher. Gerechte Bezahlung, damit meine ich nicht große Gehälter, dass man sich irgendwie gut bezahlt fühlt. Im Sinne von Arbeitsklima ist es völlig egal, ob man in einen Betrieb geht, der sehr gut bezahlt oder einen, der total schlecht bezahlt. Es gibt nur zwei Dinge, die vermieden werden müssen. Das erste kommt in unserer ersten Welt kaum vor, nämlich so schlechte Bezahlung, dass Leute wirklich also, dass es also kaum für Miete und Essen reicht, trotz Vollzeitjob. Sowas gibt es ja selten mal, aber es ist doch ungewöhnlich. Aber, genau, Behindertenwerkstatt, sowas genau. Und das andere, offensichtliche, in your face, vollkommen ungerechte Bezahlung. Also zwei Leute machen genau dieselbe Arbeit im selben Büro an zwei Schreibtischen. Und weil sie in unterschiedlichen, früher war das so, in unterschiedlichen Berliner Bezirken wohnen, kriegt der eine 100%, der andere 85% bezahlt oder so. Ja? Also offensichtlich schreiende Ungerechtigkeit. Sowas gibt schon mal Konflikte. Ansonsten aber spielt Bezahlung im Hinblick auf Arbeitsklima empirisch überhaupt keine Rolle. Es gibt ja so Firmen, die sozusagen ihre Mitarbeiter geradezu bestechen. Also da wird recht gut bezahlt und das Ergebnis ist, naja, Jobwechsel ist so eine Sache, dann verschlechtert man sich auf jeden Fall. Und auf diese Weise werden dann Leute sozusagen Shanghai für Teams und Unternehmen, wo man eigentlich aus Gesundheitsgründen weggehen müsste. Vielleicht habt ihr so eine Bude auch schon mal gesehen. Der eine, genau. Der dritte Punkt, um den es geht, bekannte, akzeptierte und verständliche Ziele. Da hapert es häufig. Das ist ja mitunter auch nicht ganz einfach, wenn ich im großen Konzern arbeite, der einem anonymen Geldsack gehört, der irgendwie auf der Suche nach Rendite um den Globus meandriert. Das ist ein bisschen schwierig dann so. Da weiß man häufig nicht, warum mache ich das eigentlich? Also bekannt, akzeptiert und verständlich heißt ja auch, dass ich irgendwie daran mitgearbeitet habe. Darum übrigens möchte ich eine Lanze brechen. Manchmal gibt es ja durchaus Unternehmen, die sich bemühen, unter den Mitarbeitern auch so eine Mitwirkung und so ein Verständnis und so zu erzeugen. Und das ist manchmal ein bisschen, einerseits sollen wir erwachsen sein und dann behandeln sie uns wie Kindergefühl. So. Also es wirkt manchmal ein bisschen bemüht und ein bisschen lächerlich. Gleichwohl besser als gar nichts. Man soll sich daran ruhig beteiligen. Genau wie an diesen manchmal nicht besonders gut gemachten Mitarbeiterbefragungen, die es manchmal in Unternehmen so gibt. Naja, immerhin. Hat schon mal jemand dran gedacht, könnte was sein. Und im Freitextfeld kann man ja vielleicht mal sinnvolle Dinge eintragen. Empfundener Sinn und Nutzen, das hatten wir eben schon. Also es geht um die Empfindung, dass das, was ich konkret mache, jetzt tatsächlich einen Sinn und einen Nutzen hat und irgendwas bewirkt. Auch da, es geht darum, dass das in meinem Kopf so ist. Ob ich in Wirklichkeit für einen Papierkorb arbeite, weil mein Manager das so aussehen lässt, das ist dann die Leistung des Managers. Also zufrieden ist dein Mitarbeiter, wenn er das Gefühl hat, das sei hochwichtig und sinnvoll. So, naja, Management ist auch Konstruktion von Wirklichkeit. Teilhabe an Zielbildung und Entscheidung, auch hier, es geht um das Gefühl, ja? Also das Gefühl der Mitsprache zu erzeugen, das ist schon okay, ihr kennt alle solche Chefs, die machen zwar jeden Montag ein Team-Meeting, aber im Grunde ist vorher klar, was dabei rauskommt, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Diese Chefs sind keine Idioten, die haben tatsächlich eine Menge darüber begriffen, wie Menschen funktionieren. Einfach nur so sagen, was gemacht wird, ist nämlich weniger effektiv. Und tatsächlich alle mitbestimmen lassen, ist in manchen Teams auch gar nicht effektiv. Kommt drauf an. Also der alte Soziologenwitz, gut, dass wir darüber gesprochen haben, an dem ist was dran. Den soll man beherzigen und ein Manager, der ihn beherzigt, ist jedenfalls wahrscheinlich kein Schlechter. Ob er es dann gut oder schlecht macht, richtig oder falsch, ist noch ein anderer Punkt. Und dann Einfluss auf die eigene Arbeitssituation, auch das sind ganz kleine Dinge. Was meine ich damit? Das kann sowas sein wie Zeiteinteilung. Also was weiß ich, ich habe eine 80%-Stelle, arbeite 4 Tage Woche und kann ein bisschen selber bestimmen und in einem Shared Calendar eintragen, welche Tage ich denn arbeite. Ich habe vielleicht, wenn ich was Handwerkliches mache, ich habe meine eigene Werkzeugkiste auch mit einem Schloss dran, was ich abschließen kann, wo nur ich einen Schlüssel habe, wo mein Werkzeug drin ist. Das sind so Zufriedenheitsfaktoren, die wirklich wichtig sind. Und das kann da wirklich um Schraubendreher und scharfe Messer gehen oder so. Das kommt ganz drauf an, was man macht.
Ja, es gibt gar nicht wenig Arbeitsplätze, wo das auch üblich ist, dass man sein eigenes Werkzeug mitbringt, was genau dafür richtig gut ist und wo man nicht vom Arbeitgeber eine Werkzeugkiste kriegt, sondern man kriegt einen Voucher vom Werkzeughändler und sagt, kauf dir mal dein Werkzeug. Ja, also wichtig, dass man auf solche kleinen Dinge achtet. Das ist es weitgehend abschließend. Also es gibt jetzt keine Reihenfolge, was ist wichtiger oder nicht. Aber viel mehr gibt es nicht. Wenn man an diesen Baustellen arbeitet, dann erzeugt man wahrscheinlich gutes Arbeitsklima. Aber ihr habt ja eben schon gemerkt und genickt und ja, das ist ein Dauerprozess. Und wenn du hinten fertig bist, kannst du vorne wieder anfangen. Und Teams ändern sich ja auch mal und auch Menschen ändern sich. Sie können gesund oder krank sein. Wichtig nochmal, es kommt auf das Gefühl an. Es kommt auf das Gefühl an, dass diese Arbeitsklimafaktoren gut da sind und richtig gestaltet sind. Und erst danach auf die faktische Lage. So, und das kann man jetzt natürlich beklagen. Kann ich dir sagen, ja, toll. Das ist übrigens auch so ein Arbeitsbereich, ich mache das wirklich seit 30 Jahren, wo man sagen kann, es sind doch immer wieder dieselben Probleme und es ändert sich nichts. Naja, das ist auf eine andere Art aber auch gut. Du kannst halt auch lernen und kannst Tools benutzen, die sich bewährt haben und es sind eben Daueraufgaben. Das hört ja niemals auf. Du kannst nicht eine Organisation, ein Unternehmen oder ein Hackspace bauen, wo einmal alles schön ist und es dann so lassen. Das funktioniert ja nicht. Also selbst wenn da keiner altern würde, keiner was lernen würde, keiner rein und raus geht, gäbe es ja trotzdem so Personenchemie und würde sich verändern. Also es kann auch, man kann das auch sagen, es kann auch gut sein, dass es auf das Gefühl ankommt. Und ich meinte das eben nicht ironisch damit, dass Management ganz viel Realitätskonstruktion ist. Es kommt auf die Vorstellung dessen an. Also wenn ihr mal in der Lage seid, dass ihr Führungskraft seid, für ein Team von 3 oder von 30, ist ja egal. Und ihr wisst genau, das steht nicht zum Besten damit. Und ihr könnt an den Fakten sehr wenig ändern. Dann könnt ihr trotzdem an dem Gefühl arbeiten. Und sei es nur durch das Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und das ist kein Scheiß. Das zahlt sich aus. Ja, das ist, wenn es gut gemacht ist, nicht nur gelabert. Wenn es schlecht gemacht ist, ja. Ja, aber es ist also ein Fehlschluss zu glauben, diesen ganzen Klimbim brauchen wir nicht. Das hört man ja manchmal, gerade so von mittlerem Management, die viel zu viel zu tun haben. Übrigens viel zu viel zu tun, Belastung, das ist auch noch interessant. Es gibt Anhaltspunkte dafür, nicht so viel Statistik. Vielleicht ist das etwas, was nachführbar ist. Man ist meistens dann am produktivsten, wenn man das Gefühl hat, man hätte ein bisschen zu viel zu tun. Ein bisschen zu viel. Nicht viel zu viel, aber ein bisschen zu viel ist gerade optimal. Also auch da ein Manager, der dafür sorgt, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie hätten etwas zu viel zu tun, der macht es genau richtig. Das ist der Sweet Spot. Einer, der das Gefühl hat, der hat überhaupt nichts zu tun, ist ganz schlecht. Und jemand, der viel zu viel zu tun hat, ist ebenfalls schlecht, wird auch krank. Und irgendwo dazwischen liegt so die Wahrheit. Also nicht etwa gerade richtig, wenn ein Mitarbeiter sagt, oh, wie ist denn das so, schaffen Sie das? Ja, es passt, Chef, so, dann denkst du, okay, dann geben wir dir mal 10% mehr vielleicht. Ne? Da gibt es empirische Daten zu, dass das wahrscheinlich tatsächlich was nützt. Man kann auch selber mal versuchen zu diagnostizieren, wie es denn am eigenen Arbeitsplatz aussieht. Also es ist ja immer schwierig, selber zu reflektieren, wie es denn eigentlich aussieht. Und eine kleine Übung dazu, die will ich jetzt nicht groß mit Tabellen an die Wand werfen, die will ich mal verbalisieren, kommt immer ganz gut an. Fun and Profit, das ist dann so die englische Version davon. Fun im Sinne von, was von dem, was ich an meinem Arbeitsplatz, bei meiner Arbeit tue, macht mir eigentlich selber positive Gefühle. Und Profit ist in irgendeiner Form, es macht mir zwar in mir nicht selber positive Gefühle, aber ich sehe einen Sinn darin, es muss irgendwie gemacht werden. Also Profit so für die Organisation, das Unternehmen, auch das Finanzamt, der Staat will auch leben. Also Dinge, die zwar mir selber jetzt nicht große Freude machen, wo ich aber sehe, wenn ich diese Arbeit tue, dann ist das schon okay. Und schön sind natürlich Tätigkeiten, die beides irgendwie involvieren. Das ist aber oft nicht der Fall. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, was machst du eigentlich an deinem Arbeitsplatz, dann muss man tatsächlich erstmal das ganz kleinteilig mal aufschreiben und vielleicht auch mal über einen Monat irgendwie ein Spreadsheet führen oder so und wirklich mal aufschreiben, was machst du eigentlich? Also E-Mails beantworten, coden, in Meetings sitzen, möglicherweise noch splitten, was für Meetings das sind, wenn es sehr viele sind, mit Kollegen reden, Videokonferenzen, Dienstreisen, im Zug sitzen, you name it. Wirklich mal ganz genau aufschreiben, Reports schreiben und sowas, Vorträge halten. Und daneben kann man einfach mal zwei Spalten schreiben, wo man hinterher ankreuzen kann, Fun und Profit.
Also ich sage, was ist, ich schreibe einmal am Tag meinen Stundenzettel. Ist das Fun? Macht mir das Spaß? Wahrscheinlich nicht so, aber Profit, ja, sollte man wahrscheinlich schreiben. Kreuze ich das da vielleicht mal an. Dann hat man irgendeine Monatsstatistik, wo einem noch nie einer erklärt hat, wozu die ist, aber irgendjemand will mal, dass man die macht. Und irgendwie ist auch so, wenn man ausprobiert, sie mal nicht zu machen, kommt auch tatsächlich ein Reminder. Also, aber weder Fun noch Profit. Man weiß nicht, was soll das eigentlich? Und dann gibt es möglicherweise Meetings mit Kollegen, die totaler Fun sind, aber objektiv garantiert überhaupt keinen Nutzen stiften, aber ist trotzdem ganz nice. Was ja auch okay ist. So, und was sind dann eigentlich meine Prioritäten? Was mache ich denn zuerst? Nur Fun oder Fun und Profit? Oder erstmal nur Profit, was wichtig ist, und dann meinen eigenen Fun? Weiß nicht so genau. Auf jeden Fall werde ich vielleicht die Dinge, die weder Fun noch Profit sind, wo ich keinen Sinn drin sehe und die mir auch keinen Spaß machen, möglichst versuchen zu delegieren oder mal auszuprobieren, was passiert, wenn ich sie nicht mache. Tatsächlich mal so strukturieren oder zumindest nach hinten priorisiere. Nach dem Motto, wenn ich dafür auch noch Zeit habe. Versucht mal so eine Tabelle, unten habe ich die Spaltenköpfe aufgeschrieben, einfach mal zu schreiben und zu pflegen. Mit selbst und zuerst meine ich dann, dass er ein Kreuz macht, okay, das macht Schwerkraft, alles okay. Mit selbst meine ich, möchte ich selber machen und möchte ich andere machen lassen. Wie lasse ich etwas andere machen? Entweder ich bitte andere etwas zu tun oder ich kann sie vielleicht anweisen, etwas zu tun. Oder ich sage meinem Chef, ich bin zu dumm, das zu tun. Kannst du das jemand anders anweisen? Oder du kannst es einfach nicht machen und mal gucken, was passiert. Gerade in großen Organisationen durchaus sinnvoll. Schwieriger und für einen selber auch mit mehr Entscheidungen verbunden ist die Frage, was mache ich zuerst und wie oft entscheide ich das? Entscheide ich das zweimal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat? Kann man ja ein bisschen revidieren vielleicht auch. Und so doof das klingt, wenn ihr Konflikte mit Kollegen habt oder wenn ihr unglückliche Kollegen habt, dann könnt ihr ihnen ja mal das mal vorschlagen. Guck mal, Kollege, ich habe hier so eine Tabelle. Ich mach Folgendes, mach du das doch auch mal. Dann wird Leuten ein bisschen klar, sehr häufig, zum Beispiel, wo der Schuh drückt. Wenn jemand zu 60% subjektiv sinnlose Tätigkeiten macht, ist kein Wunder, dass er keinen Bock hat. So, also so einfach ist es manchmal. Aber das bewusst zu machen, weil es nützt ja nichts, wenn du irgendwie in dem üblichen Feedbackgespräch einmal pro Quartal oder wie man es organisiert, dass der Manager sagt, ach, ich bin unglücklich, ich sehe den ganzen Sinn in meiner Arbeit nicht. Das ist ja nicht manageable, was willst du denn da machen? Und wenn du hingegen eine Liste hast, wo drin steht, hier guck mal Manager, also das ist mein Alltag und 60 von 100 Stunden sind gefühlt Bullshit, dann kann er eher was damit anfangen, möglicherweise. Also auch der gutwillige Manager braucht irgendwie Daten, sollte uns eigentlich nicht fremd sein. Ja, nun zu uns gleich hier in Teil 2. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch in der ersten Runde haben. Fünf Minuten haben wir noch, okay, dann bin ich ja gut in der Zeit. Da würde ich vielleicht auch ein bisschen Vorbereitung geben. Also wenn ihr Lust habt, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch relevante Erlebnisse zu diesen Themen hier mal zu teilen, ohne Kamera und Aufzeichnung, Ideen, Sorgen oder Ansichten, dann, wenn ihr Bock habt, schreibt das mal kurz im Gerät des geringsten Misstrauens oder auf einer Postkarte auf. Denkt mal ganz kurz drüber nach, während wir hier gleich die Kamera abbauen und die erste Session beenden. Und dann können wir darüber sprechen, wie das in der Praxis dann aussieht. Und ich kann vielleicht versuchen, ein bisschen mehr zu illustrieren, was man dann eigentlich macht und was ihr selber machen könnt. Auch durchaus individuell. Also ich habe auch manchmal lange Telefonate mit Leuten geführt, die mich gefragt haben, ob das in ihrem Job jetzt doomed sei oder nicht oder ob man da noch was machen könne. Das ist natürlich am Telefon ein bisschen schwer zu beantworten, ohne Kenntnis der Gesamtsituation. Aber ein paar Tipps gibt es vielleicht auch und auch so dieses Gut, dass wir darüber gesprochen haben, ist da auch wichtig. Okay, damit wäre ich an diesem Teil. Ich werde die Slides nochmal oben auf meine Crewpage auf der Seabase stellen. Auf mediaccc.de wird dieser erste Teil stehen. Gebt mir gern Hinweise, wie man mich erreicht. Steht da auch, kennt ihr ja irgendwie. Genau, hier steht noch Pico mit drauf. Da sitzt sie, ist eine meiner Mitstreiterinnen. Die könnt ihr auch ansprechen später. Und die sitzt hinter dir. Guten Tag. Okay. Was steht da drauf? Jemand zeigt mir gerade stolz, dass er meinen Nickname als DE-Domain hat und das macht mich ein bisschen neidisch. Okay. Okay, hier, keine, keine, keine,
Keine persönlichen Daten. Vielen Dank an das VOG. Wir machen hier mal einen Punkt und 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. Danke. Ja.